Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lance war natürlich mal wieder und der letzte Spieltag in der Saison 17-18 steht auf dem Programm. Es ist auch der letzte Spieltag, also das letzte Spiel unter dem alten Ligasystem, also bevor in der nächsten Saison, die Ligareform dann auch in Kraft tritt mit den Playoffs und so weiter. Auf jeden Fall geht es für unsere Blackies auswärts nach Vorarlberg zur langen Auswärtsfahrt nach Altach. Und ja, da trifft man eben auf die Altacher. Es geht um eigentlich nichts mehr. Darum für unsere Schwarz-Weißen einen versöhnlichen Saisonabschluss zu feiern und die 70-Punkte-Marke noch zu knacken. Für die Altacher geht es eigentlich um nichts. Also die könnten rein rechnerisch mit der Austria Punkte gleich noch werden, also noch gleich ziehen. Aber ansonsten, ja, Platz 8 ist eigentlich einzementiert aufgrund des Torverhältnisses. Die direkte Bilanz ist eigentlich ziemlich gut in dieser Saison. Man hat gegen Altach kein Spiel verloren. 3 Siege gab es, darunter eines im Cup und eine Nullnummer in der Liga. Ansonsten hat man sich schadlos eben gehalten gegen den SCR Altach. SCR ist auch so ein bisschen komisch da. Aber auf jeden Fall, ja, gegen die Vorarlberger wird es wohl ein sehr entspanntes, wenn auch hoffentlich trotzdem spannendes Spiel im letzten Duell der Saison und eben in diesem letzten Spiel der Saison wohl geben. Interessanter aber natürlich die Geschehnisse in den letzten Tagen. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Zwei sehr, sehr, ja, heftige Transfers, würde ich mal sagen und behaupten an der Stelle, die da getätigt wurden. Allerdings nicht von unseren Blackies, aber unser SK Sturm war da so ein bisschen teilinvolviert. Der erste Hammer-Transfer, Uros Matic, kommt zurück nach Österreich. Er kommt nicht zu Sturm, er geht aber auch nicht nach Salzburg, was ich noch verstanden hätte. Nein, er geht zur in der nächsten Saison nicht international spielenden Wiener Austria. Bam, das schon mal so der erste Nackenschlag so für den gemeinen Sturmfan, weil Matic ja mehrfach betont hat, wie sehr er Graz gemocht hat und wie sehr er den Verein Sturm gemocht hat und wie sehr ihm alles ans Herz gewachsen ist und ja, dass er gerne nach Graz wieder zurückkehren möchte und, ja. Hat sich im Endeffekt alles als leeres Gefasel herausgestellt. Eins sage ich auch klar, Matic brauche ich jetzt nach der Nummer auch nicht mehr im Sturmdress. Also wenn er jetzt in Wien nicht funktioniert und dann in einem Jahr vielleicht sogar ablösefrei wäre, theoretisch. Er wird übrigens ausgeliehen von Kopenhagen an die Austria und die Austria hat eben auch eine Kaufoption, der Vollständigkeit halber. Ja, dann ganz ehrlich, ich brauche ihn nachher auch nicht mehr. Also um einen Spieler dann nochmal aufzupäppeln. Ja, der eben auf so wirklich undankbare Weise, wie ich finde, agiert eben, also wirklich dann sich nur fürs Geld entscheidet, interessiert mich dann auch nicht. Und ja, von dem her kann Uros Matic in Favoriten gern sein Glück finden. Aber ja, als Sturmfan ist es auf jeden Fall ein Schlag ja, in die Magengrube. Und ja, weil es ja so schön ist, gleich der nächste bittere Transfer, nämlich James Jago. Sein kongenialer Partner damals, 2016, zumindest für ein halbes Jahr, im schwarz-weißen Dress, verlässt unseren SK Sturm nämlich auch und schon wieder nach Wien. Also, dass Jago den Verein verlässt, es kann passieren. Also, dass er bei Sturm die Karriere nicht beenden wird, schön und gut. Aber eben, bei Jago, also auch einer der Publikumslieblinge, definitiv, weil der hat ja auch gekämpft für den Verein. Aber man ist ja davon ausgegangen, dass er eher ins Ausland will, also nach England oder sonst wohin. Aber dass er dann im Endeffekt auch den Weg zur Austria findet. Und ja, man hat ja noch da aus früheren Gesprächen gehört, eben was auch Günter Kreisel erzählt hat, ja, dass es für ihn in Österreich nur Sturm gäbe. Alles leeres Gefasel. Und da kommst du dir als Fan verarscht vor. Ganz einfach. Weil dann ehrlich, dann lass die verdammten Treuschwüre. Also wenn man es nicht ernst meint, dann lügt wenigstens nicht. Weil das ist einfach... Das ist unterste Schublade, finde ich. Und da bin ich ehrlich angepisst, weil Jago war wirklich auch einer meiner persönlichen Lieblingsspieler. Sehr sympathischer Kerl. Und ja, was macht der jetzt in Wien? Noch dazu bei der Austria. Also Rapid ärgert mich zwar, aber das hätte ich aufgrund sportlicher Möglichkeiten noch irgendwie verstanden. Aber die Austria auf Platz 7, die sind international nirgends dabei. Die sind vor einem kompletten Umbruch. Also da, die fangen bei 0 an.
ne, mit einem Sportdirektor, der auch nichts Besseres zu tun hat, als Günter Kreisel zu kopieren, vom Scouting-System her. Also, was willst du in Wien? Aber bitte, soll er machen. Ich weiß, Dzeko hat auch, glaube ich, Wiener Wurzeln irgendwo dabei, aber trotzdem, das ist unter aller Sau, finde ich. Ja, und klar, er ist jetzt mit Uroš Matić wieder zusammen. Also die beiden ja, werden sicher da wieder harmonieren, davon gehe ich aus. Also sportlich hat die Austria da einen guten Griff gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Aber charakterlich muss man da schon wirklich auch die Spieler hinterfragen. Und da muss ich schon sagen, solche Spieler eben brauche ich dann auch nicht. Auch Jimmy Dzeko ist unten durch. Es tut sehr weh. Und natürlich eben als Fan ist es jetzt schwer, darauf zu reagieren. Weil ganz ehrlich, man braucht sich nicht wundern, wenn solche Aktionen kommen, warum sich immer weniger Leute da ins Stadion begeben, warum es immer schwieriger ist als Fan, sich mit einem Verein zu identifizieren. Sturm ist auf einem guten Weg und Sturm hat da, glaube ich, auch ja, nichts falsch gemacht. Also man wollte ja beide Spieler, man hätte Matić sicher genommen, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre und man hätte Dzeko auch gerne behalten, bin ich mir sicher. Aber eben, wenn einer ins Ausland will, zu einem größeren Verein, das ist alles verständlich. Aber eben dann zur direkten Konkurrenz, obwohl Konkurrenz ist es ja eigentlich nicht. Nächstes Jahr vielleicht wieder, aber diese Saison, ja, ist es ja ein unterklassiger Mittelständler in der österreichischen Liga. Und nur aufgrund des Geldes, weil ich kann mir kein anderes Argument vorstellen. Bei Sturm spielst du Champions League Quali oder zumindest ziemlich sicher Europa League. Und ja, bei der Austria, da kannst du im Garten gabern gehen. Aber bitte. Soll dann so sein. An der Stelle dann aber auch bitte eine, auf jeden Fall eine Ansage, genau, weil ja auch bei den Obonji im Fokus der Austria ist, hat man auch so gehört. Oh. Hoffentlich bleibt er wenigstens. Also, White, wenn du zuhörst, White, just listen. You have to stay here in Graz, here in Styria, okay? Don't go to Vienna, okay? Because I will be very bad of you. Ich kann nicht gut Englisch, sorry. Aber Spaß beiseite. Nein, aber ehrlich, also einfach, ja, einfach dann nicht sagen, es ist mein Herzensclub oder eben, ja, wie toll alles hier ist, denn dann lügt nicht. Dann sagt einfach, okay, Graz, ich bringe meine Leistung, aber es wird dann eben auch irgendwann zu Ende sein und dann ist gut, dann erwartet man sich nichts. Also da muss ich sagen, da hat ein Roman Kinas dann damals schon mehr Rückgrat bewiesen. Der war auch, ist auch von Sturm nach Wien hin und her gewechselt und dann wieder zurück, aber der hat zumindest auch nie beteuert, dass Sturm jetzt sein Herzensclub ist oder sonst was. Aber eben, also die Akte Dzeko und Matić, das stimmt mich als Fan sehr, sehr traurig, ist natürlich auch für den Verein eine bittere Geschichte. Aber eben vor allem für die Fans, denn denen tut es am meisten weh. Und ich sage ganz ehrlich, Geld allein ist nicht alles. Wirklich. Ein Beispiel mal von mir, ich bekomme keinen Cent hier für die Videos. Ich mache das Ganze jetzt auch schon 2 Jahre lang, okay? Ich beklage mich da auch nicht drüber. Aber ich meine nur, ich mache es für Sturm, weil ich den Verein liebe, weil ich auch den Fans was geben will. Einfach die da zuschauen. Ne? Und ich habe auch ganz nebenbei einen Job. Ne? Also ich arbeite Vollzeit, für die es nicht gewusst haben. Und trotzdem setze ich mich hin und mache dann auch nach der Arbeit die Videos. Okay? Und da kann man mir bitte schon als Spieler dann auch nicht auftischen. Ne? Er geht dann nach Wien, weil die Perspektive so eine gute ist oder weil sportlich die Herausforderung so reizbar ist oder weil Franz Wohlfahrt so einen tollen Plan in der Tasche hatte. Also bitte. Einfach mal da an der Stelle. Also Sturm ist definitiv wichtiger als jeder Spieler. Diesem Statement schließe ich mich da gerne an. Und ich würde auch sagen, ich beende damit das Video. Es ist sowieso ein bisschen zu lang geworden. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und ja, wir konzentrieren uns einfach wieder auf Sportliche. Es werden neue Spieler kommen. Wir werden Ersatz finden. Aber auf jeden Fall, mit solchen Aussagen, wenn sie nicht ernst gemeint sind, einfach bitte sparsam umgehen, denn das ist den Fans gegenüber, die ihr ganzes Geld raushauen für den Verein, die überall auswärts mitfahren, die ihr Herzblut da dran haben, einfach unfair. Ja, so viel dazu. Also, damit sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.